Sind da vor allem etliche Meinungen wegen Übersetzung? Was, wenn ihr habt dann mit dem Übersetzungsprojekt, was ist euer Ziel? Ja, das ist öfter anders bei Poesie und bei Prose. Oder es ist eine andere Kunst, öfter zu übersetzen. Bei Prose, bei einem Roman, le Moschel, bei dem Esther Kreitmann-Roman, habe ich gewollt, geben a Tam von ihr Stil. Aber die Herausgeber, der Verlag, sie haben gewollt, das ein bisschen modernisieren. Das ist ständig ein bisschen, das ist ständig, wie sagt man, es ist a Tension, Spannung zwischen sein neuen zu dem Originaltext und machen etwas, was fließt, was ist modern, was ist vor dem modernen Lehner. Aber ich halte als Davke bei der jüdischen Literatur ist wichtig zu geben, Atam von dem Stil von dem Originaltext, weil das ist also verbunden mit der jüdischen Kultur, nicht so, und das ist gewesen für mich ganz wichtig. Aber bei Esther Kreitmann, le Moschel, sie hat mit Tommen nicht gehabt, kein Proofreader, kein Mensch, was kein Redaktor und oder keiner, was hat ein bisschen geschleift ihr Prose. Und es sind da so viele Adjektiven, so viel. Man hat gemusst ein bisschen ändern etliche Stellen. Also bleiben getreu. Aber machen das etwas, was wir kennenlernen. Das ist, dachte ich, die Hauptproblem. Und bei Poesie, bei Sutzkever, sind so viele Probleme. Übersetzen Poesie ist übersetzen Poesie Guffe ist eine große, kurzbedicke, eine unmögliche Unternehmung, wie so viele Menschen haben schon gesagt. Übersetzen Sutzkever hat die Zugabeprobleme, dachte ich. Erstens nützt er Gramm, und der Gramm ist bei ihm sehr, sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Teil von seiner Poesie. Aber von meinem Guckwinkel ist es gewesen unmöglich, zu schaffen Grammen, wo er hat geschaffen Grammen. Und also herum habe ich, und ich meine, als ob man hat das Gefühl, dass man muss schaffen Grammen, wo der Dichter tut das, muss man beiten dem Text, die Werte, die Imagen, weil man muss gefunden etwas, was kramt, oder man muss geben neue zusätzliche Werte. Und also herum habe ich nur geprüft und habe ich nur Nordemelt gegeben sei ein Gramm, wenn es hat sich, when it suggested itself, wenn es ist mir gekommen in den Sinn.
Anit habe ich geprüft zu hatten etwas von dem Rhythm und zu halten also neunt, wie es ist gewesen möglich, zu seine Imagen, was sind also wichtig und also ja, colorful und ja, ein jesuidistischer Teil von seinen Poesie. Also ich habe geprüft zu schreiben überzusetzen in einer Rhythm, was ist geglichen zu seinem Rhythm, zu seinem fließenden Rhythm. Und einmal sind sie gekommen von allein Gramen, aber nicht so oft. Und wenn ihr sagt, wegen Prose geben wir Tam von dem Original oder Tam von Yiddish, was meint das? Wie tut man das? Bei Esther Kretmann, ja, erstens, wenn es sind da religiöse oder hebräische Ausdrucken oder Kulturausdrucken, was amol ist besser, sie zu überzugeben in dem Original löschen. Oder etliche Ausdrucken auf Jiddisch kann man reinflechten und öfter geben eine Übersetzung euch oder an englischen Nussach. Oder öfter, ja, weil jiddische Literatur nützt sehr Sach Beschreibungen, oder das ist öfter zu allgemein gesagt, aber Esther Kreitmann, lass mir sagen, Esther Kreitmann, sie nützt sehr eine Sache, Adjektiven zu beschreiben, ein Mensch. Sie geht da sehr eine protemdicke Beschreibung von seinen Ponnen, sein Äußern, sein Bord, seine Augen und so weiter. Und ich meine, man muss, ob sie will das tun, ist es nicht mein Rolle, das zu sehr zu schleifen und wegzulosen Sachen, was machen einen Satz lang und kompliziert oder gibt zu viel Beschreibung. Das ist ihr Stil. Und ich meine, man muss zu einem gewissen Punkt muss man bleiben getreu dem Stil von der jüdischen Schreiberin. Weil das ist ein Teil von der jiddischen Literatur. Das ist mehr sprudelig und extravagant. Das kann man sagen auf Jiddisch, weiß ich nicht. Wie etliche andere moderne Literatur auf andere Schönes.